die Umlenkrolle bzw. die Spannrolle wechselt. Also das ist eine gleichzeitig, die Spannrolle ist in dem Fall gleichzeitig eine Umlenkrolle. Und hier ist schon das Ersatzteil mit der kompletten Spanneinheit. Das werde ich tauschen, weil ich habe mir das Original kaputt gemacht. Das erkläre ich alle gleich später noch. Und ja, als erstes, was ihr als erstes machen müsst, ist das Auto irgendwie aufzubocken. In dem Fall habe ich das mit zwei Rampen gemacht. Kann man auch mit dem Wagenheber machen. Und die Motorwanne abbauen. Video, wie man die Motorwanne abbaut, findet ihr in der Beschreibung. Ja, Batterie müsst ihr nicht abklemmen. Und jetzt geht es weiter unterm Auto. Also, dass die richtig abreißt oder kaputt geht, passiert normalerweise nicht. Aber die Lager in dieser Rolle, die gehen halt irgendwann kaputt und müssen dann getauscht werden. Und man kann dieses Komplettteil tauschen. Und wenn man den gleichen Fehler gemacht hat wie ich beim Tauschen, dann erkläre ich gleich noch, dann macht es auch Sinn, die Kompletteinheit zu kaufen. Aber man kann auch für irgendwas zwischen 10 und 30 Euro, je nach Qualitätsstufe, nur diese Draht kaufen. Ja, naja, aber was man als allererstes machen muss, ist den Riemen hier zu entspannen. Ne? So sieht der aus. Also sozusagen kommt hier von der Kurbelwellenscheibe, geht hier unten an der Servopumpe vorbei, geht hier oben bei mir über die Klimaanlage. Wenn man keine Klimaanlage hat, dann ist da eventuell noch eine Umlenkrolle oder es geht einfach so rum. Hier ist zur Lichtmaschine, geht dann über die Umlenkrolle vom Spanner und unter der Wasserpumpe durch und dann wieder hoch. Ja, naja, und jetzt muss man das entspannen. Und dafür braucht man günstigerweise eine Knarre. Also hier, wie nennt sich das? Ein Gelenkhebel. Und der sieht in dem Fall, bei mir sieht der so aus. Der ist so höhenverstellbar. Ja, gibt es aktuell immer noch zu kaufen. Ist sehr stabil und vor allem dadurch, dass man den ausfahren kann, ist man flexibel. Ist vielleicht nicht hundertprozentig so stabil wie ein Gelenkschlüssel, der sozusagen der sich hier nicht bewegen kann. Aber für die meisten Fälle sollte der ausreichen. So, und den muss man hier oben auf diese Schraube drauf tun. Hier ist noch ein Luftschlauch von der Zusatzluftpumpe. Der ist an verschiedenen Klammern festgemacht. Da müsst ihr mal gucken, wie er das abmacht, dass er euch hier nicht beschädigt, weil wenn der bricht, das ist irgendwie doof. Also den sollte man wirklich, da sollte man wirklich aufpassen, dass man sich den nicht kaputt macht. Ich glaube, hatte den mal bei einer anderen Reparatur, hatte ich ihn leicht beschädigt. Hier unten kann man es sehen. Und dann hatte ich ihn mit Schrumpfschlauch repariert. Das geht eigentlich bei diesen Plastikschläuchen ganz gut. Also hatte ich noch einen relativ breiten Schrumpfschlauch da. Ja, hier das Ding. Und falls euch das passieren sollte, dass der euch auseinanderbricht, wie gesagt, kann man das damit reparieren. Aber lieber irgendwie abmachen und aufpassen, dass er euch den nicht in den Arsch macht. So, so ja, und dann ist das Ding hier unten drauf. Und dann muss man das im Uhrzeigersinn, so wie als wenn man die Schraube abmachen würde normalerweise, weil die Schrauben sind ja normalerweise im Uhrzeigersinn, muss man jetzt hier hebeln. Und dann kommt der Arm halt hier so runter. Ich hoffe, dass ich das irgendwie einfangen kann. So, jetzt zeig den hier runter. Ich versuche es beim Dranmachen mal nochmal zu filmen. Also jetzt beim Abmachen habe ich es nicht geschafft. Ja, und dann nimmt man einfach den Riemen hier so runter. Beziehungsweise man legt ihn sich hier einfach so zur Seite, damit er nicht weiter stört. Richtig runter muss er nicht. Also dann kommt man hier übrigens auch an die Wasserpumpe hinzu dran und dann alles andere. Ja, wenn man den Riemen ab hat, dann sind hier drei Schrauben. Die schraubt man, so ein 13er mit einer 13er Schlüsselweite, die schraubt man ab und wenn man die ab hat, dann kommt einem das ganze Teil schon entgegen. Ja, so, jetzt zeig die mit einer 13er, mit einer kleinen Viertelzoll Knarre abgemacht. So. Und dann hat man den kaputten Kollegen raus. Ja, hier ist die Teilenummer 021-145-299A. Gibt es wohl irgendwie auch mit einem B, die das dann hier das irgendwie alles ein bisschen anders. Grundsätzlich aber sozusagen die Art, wie es verbaut ist, ist gleich. Ja, und jetzt zeige ich euch mal, was man jetzt machen muss, wenn man die Spannrolle selber wechseln will. Ja, und was man da falsch machen kann vor allem. So, alles, was man machen muss, um diese Rolle hier abzubekommen, ist diese Schraube hier zu lösen. Und jetzt habt ihr ja gesehen, wenn man den Hebel ansetzt, sozusagen muss man das ja im Uhrzeigersinn drehen, also sozusagen so, wie man die Schraube normalerweise festmachen würde.
Und dann dachte ich schon so, naja, muss man ja ganz schön viel Kraft aufwenden. Also hier ist ja auch eine 10-9er Schraube drin. Und dann war ich halt so blöd und habe den fettesten Schlagschrauber genommen, den ich irgendwie haben kann. Habe den irgendwie auf Lösen gedreht, also im Linkslauf. Und habe versucht, im Linkslauf die Schraube hier rauszubekommen. Naja, das hat dann 2 Umdrehungen gedauert, bis ich mitbekommen habe, scheiße, das ist eine Linksgewindeschraube. Und dann habe ich mir schön das Gewinde in den Arsch gemacht. Also sozusagen eine Linksgewindeschraube macht man ab, indem man sie nach rechts dreht. So, also das ist... noch gut genug, dass man die Schraube rin drehen kann, auch gut genug, dass die also so geht es einfach ab, dass die Spannrolle quasi da irgendwie drauf hält, aber man kann dieses Ding hier nicht mehr spannen, weil einfach die Gewalt fehlt, die man braucht, um das Ding irgendwie anzuziehen. Dafür muss da ein Gewinde sein. Und so ein Gewinde kann man im Grunde genommen, Linksgewinde kann man fast nicht nachschneiden. Also gibt da irgendwie ganz, ganz teure Sets, wo man mit einem Gewindeschneider und so einem Helicoil-Einsatz so ein Linksgewinde in der im 12 oder was das ist, irgendwie nachschneiden kann, im 10 oder im 12. Habe ich aber nicht und das kommt so extrem selten vor, dass die das auch so selten verkaufen, dass so ein Gewindereparatursatz einfach so unendlich teuer ist. Da kann man sich das komplette Ding hier neu kaufen. Ja, naja. Dadurch, dass zumindest die Variante von dem Spanner, also von dem VR6, mechanisch so aufgebaut ist, dass die fast nie kaputt geht, kann man die eigentlich ohne Sorge irgendwie gebraucht kaufen. Das habe ich jetzt in dem Fall getan. Und hier sieht man, hier ist jetzt noch die originale Spannrolle drauf. Und hier sieht man jetzt, dass die Spiel hat. Ja, also die wackelt hier so hin und her, wenn ich hier so links und rechts mache. Ich hoffe, dass man das im Video sehen kann. Und die darf halt kein Spiel haben. Wenn die Spiel hat, dann fängt die an, Geräusche zu machen. Dann hört sie sich nämlich genau so an. Und ist da irgendwie, ja, das ist, also sozusagen die dann auf jeden Fall wechseln. Und ja, jetzt spanne ich mal die ein und dann zeige ich euch, wie man die abmacht. Das ist hier eine 15er Schraube, ein Schraubenkopf, 15er Schlüsselweite. Und so wie er normalerweise eine Schraube anziehen würde, macht er die hier lose sozusagen. Im Uhrzeigersinn, genau. Und dann ist er frei. Und kann hier abgenommen werden. Und da ist nicht viel dazu. Relativ entspannt, wie man hier sieht, um die verschiedene Unterlegscheiben benutzt, dann kann man die Umlenkrolle einfach abnehmen. Ne? So, zack, bumm, weg, Mülltonne. Und dann kommt die neue hier so drauf. Zack, einfach drauf gemacht. Wenn man jetzt klassisch versucht, die wieder so dran zu schrauben, passiert halt nichts, weil links hier bin. Ne? Und dann das Ganze festdrehen mit der entsprechenden Newtonmeterzahl, die natürlich nirgendwo dokumentiert ist. Also, ja, da muss man sowieso am Ende, setzt man ja den Gelenkhebel an, um das hier zu spannen. Also im Grunde genommen kann man es fast ja nicht zu fest machen. So, jetzt ist die Rolle montiert und jetzt geht es in umgekehrter Reihenfolge wieder ins Auto. Ich versuche mein Bestes. 1, 2, 3. Und dann das Ganze festmachen. Besonders, also ihr macht das irgendwie handfest, weil, also was wie sieht, wenn ihr einen Newtonmeter Schlüssel habt und den unbedingt benutzen wollt, vielleicht so 20 oder 30 Newtonmeter, mehr auf jeden Fall nicht. Das ist alles, hier ist immer so eine Spannung drauf, das wackelt sich nicht frei, da muss man sich keine Sorgen machen, weil das derartig irgendwie an dem Ding zieht, dass, ja, da ist immer so viel Spannung drauf, da passiert nichts. Da freut sich der Nächste, wenn er die Schrauben irgendwie halbwegs okay abbekommt. Diese Umlenkrolle, die verschleißt einfach doch relativ gerne mal. Also und Macht fängt dann an, eklige Geräusche zu machen. Insofern kann das durchaus passieren, dass man das öfters mal reparieren muss. Also, wie gesagt, die drei Schrauben hier nicht allzu festknallen, die hier unten, da kommt ja jetzt der Hebel dran. Damit man das Ding spannen kann. Mensch, der Daniel hier reimt. Jetzt, wie man sieht, war die noch nicht auf volle Drehmoment, weil die Schraube hat sich noch gedreht und dreht sich immer noch. Und dreht sich immer noch ein bisschen. Aber irgendwann ist die so fest, dass das passt. So, also hier ist jetzt auf jeden Fall ordentlich Power drauf und naja, der Zweck war, wie gesagt, probieren, ob ich das irgendwie einfangen kann.
Ne? Also hier so gucken, dass ihr richtig drauf seid mit dem Riemen auf allen Umlenkrollen, die es hier sonst so gibt. Also wenn das jetzt nicht drauf ist, dann geht es einfach nicht. So. Jetzt den hier so drüber legen, gegen, bevor den wieder spannt, dass wirklich alles hier richtig drauf ist. Und dann zack, das war's. Und damit ist die Spannrolle, die Umlenkrolle bzw. das komplette Spannrollenelement gewechselt. Und ja, ne, das war's. Motorwanne wieder dran und glücklich sein. Das hier ist übrigens die Wasserpumpe. Wenn ihr die tauschen wollt beim VR6, dann müsst ihr den gleichen Spaß hier auch machen, das entspannen. Und dann hier durch diese Löcher quasi mit einem Imbusschlüssel durchgehen. Da sind irgendwie, ich glaube, ein 5er Imbusschlüssel, das sind 3 Schrauben. Wenn man die gelöst hat, kann man die komplette Wasserpumpe abmachen. Dann muss man nur das Pumpenrad mit der von der neuen Pumpe tauschen. Und dann ist da schon auch eine neue Pumpe dran. Das nur so als Tipp nebenbei. Rolle und für das komplette Spannelement natürlich in der Beschreibung, genau wie das ganze Werkzeug. Und noch ein bisschen Text, damit ihr euch da noch mal zu durchlesen könnt. Link natürlich auch zum T4-Wiki. Auch wenn der spezielle Fall beim T4-Wiki nicht so gut dokumentiert ist, ja. Naja, und dann würde ich mich natürlich auch weiterhin freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Wenn ihr hier Werbung vor dem Video gesehen habt, dann ist das nicht mein, zumindest aktuell nicht der Grund von mir, weil YouTube stellt jetzt seit einiger Zeit auch Werbung vor Videos von Kanälen, die nicht monetarisiert sind. Das heißt, ich bekomme da keinen Pfennig dafür. Ich hoffe, dass sich das irgendwann mal ändert, und das kann sich ändern, wenn ihr mal meinen Kanal abonniert. Wäre auf jeden Fall toll. Na gut, dann bis zum nächsten Video.